Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier aus der Region Ingolstadt. Ich bin heute südlich von Ingolstadt und ja, ihr seht schon, ich habe eine Brille. Ich bin ja älter geworden und ja, meine Sehkraft lässt ein bisschen nach. Ich habe die Lamellen nicht mehr so gut gesehen bei den Pilzen, deswegen jetzt eine Brille. Das ist eine ältere Brille, ich habe eine neue noch, aber für den Wald ist die ausreichend. Ja. Ich bin heute im Süden von Ingolstadt, wie gesagt, unterwegs. Wir haben hier Kiefernwald und wir haben sehr viel Laubwald hier. Und ich möchte einfach mal schauen, was es heute so zu finden gibt. Ja, ich war eigentlich verabredet mit einer Freundin. Die hat sich jetzt gemeldet. Die hat Fieber und Schüttelfrost und ja, kommen gute Besserung. Es klappt bestimmt ein anderes Mal. Okay, ich würde euch gerne wieder ein Stückchen mitnehmen. Let's go. Es ist aktuell noch sehr, sehr dunkel hier im Wald. Wir haben wieder sehr viel Hochnebel, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu filmen, aber ich glaube, es geht trotzdem. Ja, diese schöne leuchtenden Farben, die ihr seht, die gehören zum violetten Lacktrichterling oder violetten Lackpilz. Wie gesagt, hier ein Folgezersetzer oder vielleicht auch ein Symbiosepilz. Irgendwie gibt es da sehr unterschiedliche Angaben. Ja, was haben wir hier? Wir haben einen... Die Hutoberseite ist schön lila, ein bisschen durchscheinend ist er hier sogar, man kann so ein bisschen die Lamellen durchscheinen sehen. Ein intensives Lila auf der Hutoberseite, ein intensives Lila auf der Hutunterseite mit schön breit stehenden Lamellen. Wir haben einen verdrehten Stiel, der so ein bisschen silbrig überhaucht ist. Ja, wie gesagt, die Hüte, die kann man essen, akkumuliert so ein bisschen Schadstoffe, deswegen lieber ein paar weniger mitnehmen. Ja, der riecht richtig schön pilzig. Ja, in so einem Gericht, so einem Mischgericht, macht er so richtige schöne Farbtupfer. Deswegen nehme ich ab und zu mal ein paar mit, aber natürlich nicht zu viele. Die Helmlinge sind hier auch noch da. Gucken wir uns nachher mal genauer noch die Helmlinge an, welche das sein könnten. Da bin ich mir immer nicht ganz so sicher. Es gibt ein paar, die ich gut bestimmen kann und welche gar nicht so. Aber schaut mal her, selbst die haben jetzt hier schon Schimmel. Und ich finde, das sieht immer sehr, sehr schön hier aus, wie dieser Schimmel hier so drauf wächst. Ist da faszinierend, oder? Also Pilz verstoffwechselt hier auch Pilz. Gestern in dem Video habe ich ja gesagt, dass die purpurfilzigen Holzritterlinge dieses Jahr nicht so gut vertreten sind. Hier habe ich jetzt ein schönes Exemplar gefunden mit sehr, sehr vielen Fruchtkörpern sogar. Und dann kann ich auch mal einen rausnehmen. Der hier ist schon leider ein bisschen älter. Ja, man sieht leider nicht mehr diese schöne Oberfläche. Vielleicht finde ich noch mal jüngere Exemplare. Mal schauen. Ja, typisch wäre diese purpurfilzige Hutoberfläche. Wir haben so schöne gelbe Lamellen und gelbes Fleisch. Wäre auch ein essbarer Pilz, allerdings eher so fürs Mischgericht, soll ein bisschen muffig schmecken. Also jetzt nicht so mein Ding. Aber die sind dieses Jahr auch wieder vertreten. Wie gesagt, ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber sie sind natürlich da. Ganz unscheinbar kommt jetzt hier ein junger, frischer Perlpilz heraus. Bin ich mal gespannt, ob der noch... Oh je. Oh, doch, der geht sogar noch. Leider habe ich jetzt die Knolle nicht erwischt. Jetzt hat hier... So, wir haben hier einen Perlpilz. Und zwar kann man das ganz gut erkennen an diesen rötlichen Farben hier auf der Hutoberseite. Wir haben Velumreste. Ja, wir haben hier eine Manschette. Ja, so ein kleines Plissé-Röckchen. Und unten haben wir eine Knolle, die nicht extra abgesetzt ist. Hier ein wunderbarer Speisepilz. Und die kommen jetzt auch wieder. Das heißt, vielleicht haben wir noch mal Glück mit einer neuen Pilzschwemme. Mal gucken. Ja, vor uns habe ich ja auch schon mal den purpurfilzigen Holzritterling gefunden. Hier habe ich jetzt wirklich riesige Exemplare. Also schaut mal her, wie groß die auch werden können. Richtig fest. Oh, der ist eh schon im Vergehen. Hier sieht man, hier ist schon mal was abgeschnitten worden anscheinend. So sieht er eigentlich aus. Richtig erstmal eine Zugeschicht, die dann langsam so aufreißt. Und dann praktisch dieses Muster ergibt. Unten drunter ist etwas jüngerer nochmal. Da kann man das vielleicht ganz gut erkennen, ja. Also anfangs ist der wirklich komplett geschlossen. Sieht so richtig purpurnen aus. Und dann sieht man, dass das eigentlich so ein weißlicher bis
ja, so ein eher so gelblicher Hut ist, ja, und diese filzigen Teile dann so aufreißen und dann dieses Muster ergeben. Hier haben wir jetzt wieder eine Korallenart. Bei Korallen kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Ich kenne nur eine einzige, die ich mal gefunden habe, die grünspitzige Koralle. Da werde ich noch mal recherchieren. Hier vielleicht finde ich es raus. Korallen immer sehr, sehr schwierig zu bestimmen. Eigentlich nur mit Mikroskop machbar. Aber die hier sind schon sehr speziell. Wir gucken sie uns noch mal ein bisschen genauer an. Vielleicht kann ich es irgendwie rausfinden. Also wir haben hier, diese Enden sind schon sehr speziell hier. Sehen aus wie so kleine Krönchen. Ja, vielleicht finde ich es noch raus und schreibe euch das unten drunter. So Leute, bin ich an einer Kiefer und ich glaube, ich habe wieder einen Erstfund gemacht. Und zwar Kupfer, gelber, weiß ich nicht mehr. Jetzt gucken wir uns das an. Ja, er ist es. Ich muss nur noch mal recherchieren, wie er genau heißt. Kupfergelber, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wieder ein Erstfund. Da freue ich mich richtig drüber. Wir haben hier mehrere Fruchtkörper in verschiedenen Altersstadien. Wunderschön. Wir gucken uns den mal gemeinsam an. Also wir haben auf jeden Fall, die Oberfläche ist so ein bisschen kupfern gehalten, so ein bisschen gräulich auch. Wir haben hier so Lamellen, die so trichterartig nach unten laufen. Man sieht auch hier so ein bisschen, hier sieht man, wie das Spornpulver dann aussieht. Das war so eine Ringzone, die es verdeckt hat, so ähnlich wie beim Kuhmaul. Und das bleibt natürlich hier hängen, das Spornpulver. Ja, die Stielbasis hier, sehr, sehr interessant. Ja, da freue ich mich. Und ich schreibe es euch wieder unter die Kommentare. Hundertprozentig weiß es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe hier den nächsten Erstfund gemacht. Und da glaube ich, das ist der narzissengelbe Wulstling. Also auch ein Knollenblätterpilz. Typisch ist diese Farbe, die ist so gelb. So ein bisschen wie so Vanillepudding. Sehr, sehr typisch für den. Ich gucke mir den gleich nochmal genau an. Wir haben sogar Glück, dass noch ein bisschen Velumreste drauf sind. Das ist eher selten, aber es hat jetzt nicht geregnet. Das heißt, das ist sehr, sehr gut, dass man solche Merkmale da auch noch sehen kann. Und das ist ganz gut zum Bestimmen. Und ich nehme den gleich mal raus und dann schauen wir uns den auch noch mal ein bisschen genauer an. Ja, wieder ein Ästhund. Ja, wichtig bei den Knollenblätterpilzen ist natürlich, wie bei allen Pilzen eigentlich, dass er die gesamte Stielbasis entnimmt. Ich guck mal, ob ich das hier hinbekomme. Ich muss sehr tief raushebeln. Und ja, ich habe es geschafft. Wow, schaut mal euch dieses wunderschöne Exemplar hier an. Ja, wir haben eine Knolle, ja, typisch für einen Knollenblätterpilz, für die Amanita-Arten. Wir haben hier auch einen Ring, der ist natürlich hier wirklich nur sehr, sehr fein ausgeprägt. Wir haben Velumreste auf der Oberseite von der Gesamthülle und das ist von der Teilhülle. Und wir haben natürlich Lamellen. Ja, den schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Ah ja, wir haben auch eine ganz, ganz leichte Natterung hier. Ja, wunderbar. Da kann ich gleich noch ein Pilzporträt abdrehen. Sehr, sehr schön. Ein Erstfund. Ich habe jetzt hier einen Hexenring gefunden. Und zwar von alten und auch relativ jungen gelben Knollenblätterpilzen. Ja, das kann man hier ganz gut sehen. Das sind gelbe Knollenblätterpilze. Und wenn die alt werden, dann kriegen die sogar rötliche Flecken. Schaut mal her. Sehr, sehr interessant. Wir gucken uns dann auch noch mal die anderen an. Schaut mal hier, alles junge Exemplare. Ja. Und hier werden die rot. Ja, sieht aus, als wären es alte Fliegenpilze, aber das sind gelbe Knollenblätterpilze, die wirklich so rot werden können. Ja, sehr, sehr interessant. Habe ich auch erst vor kurzem gelesen. Ich wusste das nicht, aber das teile ich euch natürlich sofort mit, wenn ich sowas lese und Neuerungen auch habe. Also muss ich ja immer ein bisschen weiterbilden und das mache ich natürlich auch. Und es ist echt toll. Und schaut mal diese Farbe, das ist fast schon so ins Pink gehende. Also richtig interessant. Mega.
Auch mehrere alte Maronenröhrlinge habe ich gefunden. Ja, die bleiben natürlich bei mir stehen. Da sehe ich schon von der Hutoberseite, dass das nichts mehr ist. Ja, also die sind richtig schleimig. Und hier kann man sie auch schon ein bisschen einschicken. Also sowas nehmt bitte nicht mehr mit, auch wenn es jetzt wirklich weniger im Wald geworden ist. Ja. Aber das macht auch gar keinen Sinn, die noch mitzunehmen. Ihr holt euch so eine Pilzvergiftung, so eine falsche. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Lasst es weg. Ja, das ist wie Gammelfleisch essen, sage ich immer. Das macht keinen Spaß. Das wird schön. Was als ein bisschen Laub hinzufügen. Oder? Ja, mach nur ich das. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Schaut euch mal diese wunderschöne Landschaft jetzt an. Ein Traum. Ja, es ist sehr ruhig heute im Wald, es ist sehr verhalten. Die Leute gehen nicht mehr so in den Wald. Ich habe jetzt gerade jemanden getroffen. Er war sehr enttäuscht, dass er nur 6 Maronenröhrlinge hatte in 1,5 Stunden. Ja, also vielleicht geht es jetzt wirklich dem Ende zu. Wie gesagt, für mich ist es ja nie ein Ende, weil ich gehe ja immer in den Wald. Aber für die meisten Pilzsucher, wo die Speisepilze an erster Stelle stehen, für die ist es natürlich jetzt schon schwieriger, was zu finden. Ja Leute, das war eine richtig tolle Tour heute wieder mit super Funden. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns bald wieder hier im Wald. Tschüss!